Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eastgate auf unserer Erkundungstour auf Eastgate. Wir sind in Lindow schiffbrüchig gelandet und haben schon mit einigen Personen geredet, haben schon unser erstes Porträt, unser erstes Bild gemalt auf einer Staffelei und sind hier aber noch nicht ganz fertig mit Erkunden. Ich schätze mal, das hier wird das Gasthaus sein. Okay. Und nicht jeder redet mit uns, natürlich, aber dieser junge Mann redet mit uns. I feel so adventurous staying here in Lindow. I live in Narva, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindow offers. Also wenn das hier primitives Leben ist, was ist denn nah? Was ist das dann schon, weiß ich, modern? Wie stellt man sich modern vor? Keine Ahnung. How humorous you are! I like that in a person. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience, but I braved through it all. Nein, wir reden nicht von uns. Wir sagen, das klingt nach einer Yes, beschwerlichen it Reise. certainly was impressive on my part. I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Okay. You must be the traveler from the wrecked ship. Ja, das sind wir. Oh, good. Ingolf needs some visitors every now and then. I wish he would spend more time in town, but he'd rather be alone. Yes, I run the inn. I always keep a full stock of soup and tea to refresh weary travelers. When I was young, I traveled all over this island. I'd love to adventure again one day. Certainly. Also den Lindo-Aufguss oder ein Wiesenkräutermet. Ja, wir haben momentan ja gar kein Geld, von daher können wir da uns auch nichts leisten. Ah, the traveling artist. Ja. It's a bit more calm than Nava. I think it's quite a nice place to relax. Take care now. Okay, wir sehen uns später. Wir müssen ja tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Aber die Kleine hat uns ja gesagt, Nika, das ist sie liebt Bilder vom Sonnenuntergang. Und da müssen wir ja mal gucken, ob wir über kurz oder lang ein Bild vom Sonnenuntergang malen können. Good at flapping my Ja, wings. das kannst du tatsächlich. Da ist ein Turm, den ich sehe. Zudem werden wir wahrscheinlich auch noch gehen müssen. Great viewpoint, isn't it? Look, the eclipse is starting. Ah, okay.
Not a bad show, right? I try to come up here every day. I guess it just doesn't get old for me. Anyway, don't worry about payment. Shipwreck survivors stay free of charge. Ui, danke schön. Take care now. Also, wir dürfen bei ihr umsonst übernachten. Und sie schaut sich diese Sonnenfinsternis jedes Mal an, okay? Ja gut, ich werde mich trotzdem weiterhin auf den Weg machen. Ich denke, wir müssen da tatsächlich noch ein bisschen, haben wir noch was vor uns. Ich könnte das alle stundenlang angucken. Aber dann werden wir in diesem Spiel tatsächlich nicht weiterkommen. Ich hoffe, dass ich hier auf diesem Wege dorthin komme, wo ich möchte. Da sitzt jemand. There's nothing like a good book on a day such as this. Das stimmt. Actually, books are the perfect way to spend any day. Do you enjoy reading? I'm glad to hear that. Perhaps I can share my favorite books with you sometime. Yeah, my favorite books are the ones that inspire me to write myself. How about you? I see. We creatives, me a writer, you a painter, we've got to stay inspired. Best way I've found is to drink many, many cups of tea. Always gives me a boost. Yeah. Speaking of writing, if you find wir haben eine Feder bekommen zum Schreiben. I'm constantly losing my quills. I figure three should do it. For now, though, I must get back to reading. I think something fabulously dramatic is about to happen. Okay. Is there something else? Lebe wohl. Okay, wenn wir Federn finden, können wir die bei ihm abgeben. Ich gehe mal hier hoch. Was hat das hier auf sich? Ah, hier ist ein Fluss. Okay. Okay, okay. Da werden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Aber der Weg zum Turm ist das augenscheinlich auch nicht. Alles gesehen. Sieht gerade nicht so aus. Oder? Wow. Also es wird immer besser. Da können wir nach Nava fahren, genau. Also hier drin war ich tatsächlich noch nicht. Und hier geht es wahrscheinlich nach Nava. Aber da möchte ich tatsächlich auch noch nicht hin. Ich möchte diesen Weg, den wir da gerade gegangen sind, weiterlaufen. Den möchte ich tatsächlich mal bis zum Ende weiterlaufen. Vielleicht kommen wir hier nach Nava, vielleicht auch nicht. Es ist so, so genial. Okay, hier haben wir eine Brücke.
Hello there, newcomer, are you? Trying to get across the bridge, I guess. I hope you've got the glowstones for it. It's not free, you know. Okay. The rule is you pay once and you can use it as much as you'd like. I'm me. I'm a fisher. I catch fish, I cook fish, I sell fish. You know, mostly what I do here is fish. Sometimes I like to visit town, but not very often. What's all that you're carrying? Looks heavy. Are you some kind of painter? Yeah, Cynthia. You know what? Maybe there's a way you can get the glowstones out of me after all. There's a gazebo in Lindau. Real pretty spot. Maybe you've been there. Anyway, I'd like a painting of that view. Okay, wir werden das für ihn malen. The gazebo is easy to find. It's just behind the inn. And I want the painting from the gazebo, not of the gazebo. It's the view, not the building, if you get my meaning. Some fish aren't biting today. Okay. Wir können uns unsere ersten Schimmersteine verdienen. Dafür müssen wir nach Lindau zurück und von diesem Pavillon aus, der hinter dem Gasthaus liegt, das Bild malen. So. Das ist das Gasthaus. Und hinter dem Gasthaus finden wir den Pavillon. Ah, den da oben, da wo wir gerade gestanden haben. Genau, dazu mussten wir hier die Treppen hoch. Ich schätze mal, dieser Pavillon ist gemeint und er möchte nicht den Pavillon haben, sondern den schönen Blick, den man daraus hat, auf die Küste. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung? Was empfinden wir jetzt als hübsch? Ich glaube, das hier finde ich ganz gut. Aber wir müssen natürlich erst einmal eine Leinwand herstellen. Und dann können wir malen. Gut. Das bringen wir jetzt dem Fischer. Dann haben wir ein paar Taler schon verdient. Und irgendwann geht es auch die Sonne unter. Ich habe nur noch keinen Plan, wie wir das einfangen können, wo die Sonne untergeht. Das müssen wir dann sehen für Nika. Das ist einfach schön. Einfach schön. Über die Brücke können wir dann zwar immer noch nicht rüber, aber wir haben wieder so eine Art Quest erledigt. Und vielleicht laufen wir auch viele Wege doppelt und dreifach. Aber es ist einfach schön. Einfach schön. Well, looky here, you've gone and painted the gazebo view. Are you willing to sell it?
How about that? Got myself something fancy. Ja, das hast du dir durchaus. You round. 25 Schimmersteine haben wir erhalten. Das Thanks ist again gut. For that painting. Damn fish on biting today. Ja, das ist sehr gut. Also können wir uns jetzt tatsächlich hier, so hoffe ich, weiter begeben. 60 Schimmersteine. Oh, wir müssen hier 60 Schimmersteine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben 25. Dann werden wir erstmal diesen Steinweg hier laufen. Wir sind ja eben den Waldweg gelaufen. Dann laufen wir jetzt mal diesen Steinweg. Ah, da kommen wir ganz normal in die Stadt zurück. Okay. Ach je, wir müssen irgendwie schaffen, für Nika diesen... Eine Feder gefunden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was auch immer ich damit soll, ich weiß es noch nicht. Ich guck mal da rein, was das ist. Wurzeln, okay. Ah, okay. Ich schätze mal, sie sind zu irgendwas zu gebrauchen, sonst würden sie nicht leuchten. Sonst würden sie tatsächlich nicht leuchten hier. Vermutlich habe ich irgendetwas verpasst. Und ja. So schön. Ja, es wird Nacht. Hier sind noch Stoffe, die wir gebrauchen können. Und auch Holz. Okay, hier komme ich nicht rauf auf das Schiff. Ich würde gerne den Sonnenuntergang sehen, um ihn zu malen. Aber auch von hier aus kann man den nicht wirklich malen, den Sonnenuntergang. Und ihr zwei redet immer noch nicht mit mir, ne? Nein. Wie kommt man da lang? Man muss dort ja irgendwie lang kommen. Aber hier ist der Fluss. Hier ist der Fluss, also wir müssen tatsächlich irgendwie versuchen, da rüber zu kommen. Zu dem Tor.
Ja, es wird dunkel. Wir gehen ins Gasthaus. Werden dort, so hoffe ich, nächtigen. I stay busy working this dock. It's hard, but fulfilling for me. When I was a boy, merchants came to Lindau with strange spices and soft fabrics. They haven't been back in a long time, though. We mainly get shipments of teas, grains and fabrics. And Stoff the latest fashion, of course. Geliefert. In any case, there's always lots of work to do around here. You look well. It's a bit more calm than Nava. I think it's quite a nice place to relax. Zurück. Wir sehen Give me some now. Space. My father was a fisher of these oceans, so I've been out on the sea plenty of times. I could never be a fisher, though. Sea monsters. Seeungeheuer, okay. Lindau is a nice port town, although we don't have much to export anymore. Aside from bloom sacks. Now, most of our tourism these days are just people passing through, on the way in or on the way out of Nava. Got them out? Fabric. We go through loads of it. Here, these lengths are defective for shipping, but will perhaps serve your purposes. Okay. Wir haben nicht genug Bretter. Also wir brauchen definitiv noch mehr Bretter. Wir haben jetzt Stoff ohne Ende gefunden, aber keine Bretter. Aber keine Bretter. Also wir müssen definitiv noch irgendwo Bretter finden. Jetzt sind hier die ganzen Läden alle leer. Die sind alle schlafen gegangen. Das ist vielleicht nicht der Weg, den ich gehen sollte, aber ich habe gerade was entdeckt. Ich habe gerade was entdeckt. Ja, uns wird kalt. Oje, oje, oje. Das ist keine gute Idee. Ja. Der verlassene Turm. Okay, wir sind jetzt hier drin in dem Turm, augenscheinlich. Wir stecken mal eben hier die ganzen Sachen alle ein. Vor langer Zeit wurde die Luft um den Planeten entsetzlich kalt. Ohne Fell oder Federn, um sich zu wärmen, fror die Sonne erbärmlich. Sie beschloss, ihre Flammen so hoch und heiß wie möglich brennen zu lassen, um sich zu wärmen. Die Sonne arbeitete Tag und Nacht, um ihre Flammen am Leben zu erhalten. Die gigantischen Flammen reichten bis auf den Boden unseres Planeten und begannen, die Lebewesen zu verglühen. Feuer wüteten, sie zerstörten Häuser und Wälder, aber die Sonne war zu erschöpft, um es zu bemerken. Voller Sorge entschieden die Pflanzen und Kreaturen, ihr zu helfen. Gemeinsam sammelten sie Zweige, Blätter, Fell und Federn und woben
sie zu einem gigantischen Laken. Sie hüllten das Laken in Lehm, um es vor dem Feuer zu beschützen. Anschließend hoben die Bäume die gewobene, mächtige Masse in den Himmel. »Nimm diese Decke, um dich selbst zu wärmen«, riefen die Wesen. Die Sonne kuschelte sich in die Decke und wickelte sich fest ein. Ihre Flammen kühlten ab und erlöschten, wodurch der Planet und seine Kreaturen endlich wieder in der Dunkelheit gehüllt waren. Als die Sonne aus ihrem Schlaf erwachte, kam auch ihr goldenes Licht zu den Lebewesen zurück. Sie tanzten und sangen, dankbar, dass ihr Geschenk gewirkt hatte. Und das ist die Geschichte der Sonnendecke, die sie bis heute jeden Tag benutzt. Okay. Ah, das ist ein... Ah, hier kann man schlafen. Guck mal hier. Wir wollen... Um 6 Uhr... Okay. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. So, mehr kann ich hier, glaube ich, gerade nicht tun. Wir schauen mal in unser Inventar. Bretter, Stoff, Feder, Gebäck, Wurzeln, Stock, Wasser und Wachs haben wir mittlerweile. Ja, warte mal, das Wachs. Wachsing. Eine, was? Ja, Wachs ist wachsig. Ja, das ist nett. Noch ein Buch. Okay, Lyndos Gebäude sind Meisterwerke der Ingenieurskunst. So schön wie schwer zu bauen. Die Ideen für diese technischen Höchstleistungen entsprechen dem Kopf des exzentrischen Genies Azad von Tarias. Vor 5 Jahren verschwand der berühmte Architekt spurlos. Sein Aufenthaltsort ist bis heute nicht bekannt. Obwohl er weiterhin für seine Erfolge im Ingenieurswesen und der Architektur berühmt wurde, ist er in Eastshade vor allem für seine seltene genetisch bedingte Missbildung der Gesichtsform bekannt. Azad polarisiert. Manche verehren sein Genie, andere verachten seine Arroganz. Oft wird gar behauptet, dass seine notorische Berühmtheit ganz und gar seiner Missbildung entstammt und seine Fähigkeiten lediglich durchschnittlich seien. Allerdings reichte es bereits, einen Streifgang durch Lyndo zu machen, um zu erkennen, dass er zweifelhaft in der Lage ist, dazu Wundervolles zu erschaffen. Okay. Hier ist bestimmt auch noch eine Kammer, wo wir... Ja, hier kommen wir nicht rein. Okay. Oh. Wir sind im Gasthaus. Wir sind gar nicht in dem Turm. Wir sind quasi... Ah, jetzt verstehe ich das erst. Jetzt verstehe ich das. Okay. Wir sind im Gasthaus und nicht im Turm. My garden is filled with all sorts of wriggly critters. Towers like that were used to send fire signals to Narva. But we don't need to do that anymore. Okay. It's a bit eerie, but late the other night, I thought I saw lights coming from inside the tower. Oh, it's probably just some kids playing a prank. That poor man. He had quite a gruff personality. Not very sociable. But I don't think he meant to offend people. I hope he's very happy,
wherever he is. Ja, über diesen Architekten wird wahrscheinlich viel gedacht und geredet. Aber ich möchte jetzt tatsächlich noch mal zu dem Turm hin. Werde wieder diesen Weg gehen, wie beim letzten Mal, denn ich weiß nicht, wie ich sonst dahin komme. Aber ich möchte ihn mir schon anschauen. Augenscheinlich gibt es keinen richtigen Weg dorthin. Oder doch? Auf jeden Fall bin ich hier und ich möchte gerne hier rein. Verschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen über kurz oder lang... Oh, ist das geil oder ist das geil? Oh, das ist doch der absolute Hammer, oder? Okay. Okay, wir kommen hier tatsächlich nicht weiter an dem Turm. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Okay, hier ist noch mehr. Alles zerstört. Alt-Lindo. Okay, wir sind in Alt-Lindo. Das ist mal so ein bisschen der Schreckmoment. Auf jeden Fall haben wir wieder Holz für eine weitere Leinwand. Selius breitete seine Decke an einem sonnigen Fleckchen aus. Seine Wasserfüchse Neda schnüffelte auf der Suche nach einem Nest voller Geier in der Gegend herum. Da sein Magen knurrte, zog er seinen Beutel glasierter Kekse und etwas Beerenwein aus seinem Rucksack. Neda heulte aufgeregt. Sie hatte ein Nest gefunden. Mit einem ordentlichen Knirschen knackte sie ein Ei und leckte den Inhalt heraus, bevor sie die Schale beiseite schob. Selius zog eine Grimasse, als sie sich an dem zweiten Ei heranmachte. So bezaubernd er Wasserfüchse fand, an ihre Essgewohnheiten konnte er sich einfach nicht gewöhnen. Okay, hier können wir jede Menge Bücher lesen. Jetzt haben wir tatsächlich ein Buch mitgenommen, oder? Nee. Stopp oder Blätter? Eigentum von Julia Grauflügel. Okay. Es regnet seit mehreren Wochen tonnenweise Wasser in einem nicht abreißenden Strom. Unser Zuhause steht voller Eimer, um die Tropfen aus den immer mehr werdenden Lecks aufzufangen. Wie sehr ich mich nach einem klaren Himmel sehne. Das unaufhörliche Tropfen raubt mir jeden Schlaf. Es ist eine Katastrophe passiert. Kurz nach der Sonnendämmerung letzte Nacht sind die Rotfedern von einem Ächzen und Knarzen aufgewacht. Sie haben ihre Kinder gepackt und sind herausgerannt. Gerade noch rechtzeitig, bevor ihr Haus von den Stelzen gebracht und ins Flussbett gefallen ist. Madame Bäckerin hat angeordnet, dass wir ganz Lindo evakuieren sollen, bis wir Gelegenheit bekommen, unsere Häuser gegen die Fluten zu wappnen. Oh, schreckliche Nachrichten! Und das nur einen Tag, nachdem wir unser verlassen
und ein Lager auf dem Hügel aufgeschlagen haben. Unser gesamtes Dörfchen ist den Hang herab und in den Fluss gerutscht. Fast die Hälfte des Hangs ist voll vom Hügel gebrochen und hat unsere Häuser mit sich gerissen. Was für ein schreckliches Unglück uns dieses Wetter gebracht hat. Also ich habe gesehen, wenn wir jetzt diese Bücher lesen, kriegen wir hier diese Inspirationspunkte, die uns dann wieder Bilder malen lassen. Ich schaue mich noch um, was ich hier mitnehmen kann. Hier gerade ist nichts weiter. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so entdecken. Oh, jetzt wird es wieder laut. Dieser reißende Fluss. Vielleicht könnte man ja da unten auch noch mal reingehen. Glaube ich zwar nicht, aber möglich ist alles. Auf jeden Fall haben wir hier Holz noch gefunden. Ja. Und auch noch Stoff. Ja, da kommt man natürlich nicht drüber. Na gut, wir versuchen hier oben den Weg mal weiterzulaufen. Hier ist noch Holz. Okay. Das ist quasi der Weg zum Turm, oder? Ja. Aber zum Turm, da kommen wir noch nicht rein, weil der verschlossen ist. Genau. Okay, dann schauen wir mal, wie wir leichter zum Turm kommen, außer mit diesen Abkürzungen. Da ist eine Brücke, das ist die Brücke, wo wir... Aha, von da aus kommen wir daran, genau. Das ist die Brücke, wo wir den Wegzoll von 60 Talern da Schimmerstein bezahlen müssen. Ergo müssen wir jetzt nochmal schauen, dass wir hier und da nochmal mit jemandem reden. My cousin is so full of energy. One day he's flapping around like a bird, and the next he's jumping everywhere, claiming to be a frog. Ja. Der verlassene Turm. Oh yes, I saw that from the ship. It looked as if there was a light coming from inside. Could it be a lighthouse? Ja, wenn ich das wüsste. The original town built on the river. I remember hearing that it got destroyed in a mudslide. I heard that when I was really young. His disappearance was all very mysterious. I don't believe anyone's seen him in a long time. Okay, ist verschwunden. In den Turm kommt man nicht rein. Müssen wir mal schauen. Okay, okay, okay. Du fliegst immer noch wie ein Vögelchen. Du sprichst immer noch nicht. Magst du uns mittlerweile? Only Annabelle could sail the seas once more. How cruel can this world be? What? I don't know. Is that an old Lindau? That used to be the main town. Old Lindau was a perfectly lovely port city. If that had been our destination, we wouldn't be in this mess. Zurück. Why are you interrogating me? Can't you see I'm in mourning?
Doch, ich sehe, dass du trauerst, aber... Blasphemy! Have you no sympathy for the broken-hearted? Du kannst auch übertreiben. I'll leave me be. Okay, wir lassen dich alleine, machen wir kein Problem. Dich werden wir auch nochmal interviewen. We've had quite a few shipwrecks here. There's a reef surrounding the bay and that's what does it. It shouldn't slow down traffic too much though. I'm just glad you all made it. Can you believe he came up with the plan for this city by himself? I'd love to meet him. Okay, die irgendwie sagen die, der ist ein Genie, aber auf der anderen Seite auch komisch, der Architekt von Lindau. That was the original Lindau. The town got destroyed after it rained every day for a solid month. The hill just slid away. There might be some stuff worth salvaging out there. Ja, vielleicht gibt's dort noch was zu bergen. Ich war ja dort gewesen, aber ich glaube, ich habe nicht alles gefunden, was ich hätte finden sollen. Und dann wollen wir ihn nochmal nach dem ganzen fragen. You seem like a nice person. You don't have to prank my brother if it's not your thing. Maybe I'll see you around in Nava? Okay, er will uns nichts sagen. Gut. Wo wir nochmal Informationen herkriegen können, ist von der unserer Gastgeberin. Wenn sie denn da ist, du gibst auch Auskunft. I do enjoy this exciting new lifestyle I've adopted. Did I ever tell you about my journey to Lindau? I haven't seen it. It's part of old Lindau, though, so it probably isn't worth seeing anyway. I've heard of him. A terrible man. Just horrible. And not very good-looking, either. They say he disappeared, and I say good riddance. Okay. I'm not very interested in old things. New things are so much more beautiful. Okay, von ihm kriegen wir tatsächlich keine... Oh, right. I'm sure you have the saga thoroughly memorized. Say, you do some sort of art things, don't you? Do you think you could capture my sheer magnificence on canvas? I'm dying to show my friends what a remarkable traveler I've become. What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. Ich soll... Ja. Okay. Wir machen eine Leinwand für ihn fertig. Have you decided you'd like to paint a bold adventurer? What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. Oh my! That painting! It's the most perfect thing I've ever seen! This is wonderful! Yeah. My friends will be so jealous of me! I think I'll start a collection of paintings just like this. Can you imagine? An entire room filled with paintings. Wir haben 25 Schimmersteine bekommen. Freut mich, dass es dir gefällt. Damit haben wir jetzt 50 Schimmersteine, also über die Brücke können wir immer noch nicht. The salty sea air never gets old. Dann fragen wir mal nach dem verlassenen Turm. Towers like that were used to send fire signals to Nava. But we don't need to do that anymore. It's a bit eerie, but late the other night, stimmt, I thought I saw lights coming from inside the tower. It's probably just some kids playing a prank. Dann nochmal nach Alt-Lindau. That's where we all used to live. There was just so much rain one year. Luckily, we had the foresight to get out before the mudslide. No one got physically hurt,
but the whole town was devastated. Zu dem Architekten habe ich sie schon befragt. Take care now. So, wir haben wieder ein paar Taler verdient. Also wir müssen tatsächlich die Menschen hier öfter ansprechen. In der nächsten Folge werden wir mal die eine Feder zu dem Schriftsteller zurückbringen. Mal sehen, ob uns das weiterbringt. Vielleicht hat er auch noch mal ein Bedürfnis, ein Bild gemalt zu bekommen, sodass wir uns noch ein paar Taler verdienen können. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich bin fasziniert von diesem Spiel, sodass ich sogar die Uhr vergesse. Einfach Wahnsinn. Wenn ihr wieder einschalten wollt, dann ist rechts unten der Abo-Button. Würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.